Und hier unten geht's zur nächsten Tür. Okay, schon aktiviert scheinbar. Lass dich treffen. Okay. Relativ viele Karten in der Zwischenzeit. Dann muss ich sowieso nachher auch noch öffnen. Von dem her kann ich die Karten schon mal reinmachen. Und noch mehr Wuchelpunkte, die nehme ich gern. Ich schwöre über 230. Hier rein. Ja, stimmt, die brauche ich ja nicht. Sich vorerst. Ja, ich möchte hier behalten. Nehme ich noch eine Packung Angriffskarten, ja. Zwei Premium-Karten dabei, kann ich nur verkaufen. Habe ich einen Zweier gezogen? Auch nicht unbedingt. Dann nehme ich doch mal die gemischte. Okay, ein Zweier klaut. Der ist schon mal ein bisschen besser als der Einser. Hat ja auch nicht mehr so schnell gestochen. Ja, stimmt, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Platz. Zum Punkt habe ich ihn gerade nicht. Oder kann ich hier rausnehmen? Angriff C plus wäre schon nicht schlecht. Ich habe noch ein Stärks. Ja, ich habe noch Stärken 6. Und hier ist halt trotzdem ein bisschen da. War nicht wirklich groß, aber ist da. Jetzt habe ich hier gerade nichts, was ich brauchen könnte. Quatsch. Wollte ich hier die Vieren verkaufen? Vielleicht die von Königsanhänger, ich gar nicht mehr brauche. Die Karten. Und Cloud verkaufe ich auch. Stimmt, das habe ich eigentlich dafür einen Potion drin. Darf ich auch eigentlich nicht gestochen werden. Eine 5 war. Ist knapp. Wie kostet die? Ich habe noch 7 Punkte. 49 könnte ich verwenden. Also eine 7er Potion würde gehen. Hier komme ich ja nicht weiter. Oh, ich bin genau an den Räumen vorbeigelaufen, wo ich eigentlich hin muss. Ja. Das ist schon so. Ich hier noch mal eine Dösende Dunkelheit.
Das war ein Gegner. Nein, du explodierst nicht. Vielleicht muss ich die ja nicht angreifen. Die sind ja sowieso betäubt. Omnischlag ist halt trotzdem besser. Beziehungsweise kann nicht so einfach gestochen werden. Man hat nur 9, aber viele Gegner haben halt keine 9. So, ja, aufpassen auf eine 0 von dem Gegner. Getroffen. Kartenpunkte, Leben. Ich gehe mal wieder auf Leben. Sollten alle Gegner gewesen sein. Und hier haben wir den ersten Raum. Eine 3 und eine 4. Haben wir noch eine 4? Weshalb gehst du in den Palast Aladdin? Es geht um diese Wunderlampe, die ich in der Wüste gefunden habe. Ich muss sie sofort in den Palast bringen. Bin froh, dass ich das Heil nach Agrabah geschafft habe. In der Höhle wimmelt es nur so von Herzlosen. Gab es dort niemand anderen, der dir helfen konnte? Ich weiß, wie du dich fühlst, Meister. Seit 2000 Jahren bringe ich den Menschen nun Glück und Hilfe. Und wer hilft mir? Ich träume seit langem davon, dass mir jemand die Freiheit wünscht. Aber da stehen die Chancen denkbar schlecht. Naja, ich könnte meinen dritten Wunsch dazu benutzen, dich zu befreien. Meine Spitzenohren da richtig gehört. Weißt du, würdest du das für mich tun? Moment, du nimmst mich doch nicht auf den Arm, oder? Ja, Nordgenie. Es gibt sowieso bloß eine Sache, die ich mir wirklich wünsche. Dann gehen wir der Sache doch an, weil ich darf dich doch Hell nennen, oder? Und was willst du dir wünschen? Ruhm, Reichtum, Erde, Kamele, die du eigenen nennst? Naja,
Es gibt da ein Mädchen. Ihr Name ist Jasmin. Sie ist die Prinzessin von Agrabah. Das Problem. Bei einem Jungen wie mich ist es schwierig, sie zu treffen. Und so fängt alles an. Der Vater, der königliche Visier, sagte, er würde mir helfen, Jasmin zu treffen. Das klingt so, als wünschest du dir, Jasmin jederzeit sehen zu können, noch richtig? Dann nehmen wir vielleicht das ganze Paket. Verdrückst die Lady nicht bloß, wir machen dich zu Prinz Ali. Ja, wie klingt das in deinen Ohren, Al? Echt? Ein Prinz? Kannst du das wirklich tun? Akrabaischen Minute. Dann ist die Legende, dass er doch war. So, schnell. Gehen wir zum Palast. Das wirklich so einfach ist, aber egal. Okay. Das wäre der falsche Weg, wenn ich da rumzugehe. Halbkugeln. Geben wir noch Muckelpunkte. Muckelpunkte sind halt sehr wichtig. Jetzt schon geht's und wir haben wieder ein paar mehr. Ich habe zu viele friedliche Schätze. Ich weiß sowieso nicht, wenn ich die verwenden werde. Nehmen wir passt schon so. Ich weiß, ich werde ein paar am Ende noch verwenden, da die Gegner später sehr stark werden. Noch relativ schwierig zum Bekämpfen. Bis dahin ist noch ein weiter Weg. Stehen ja gerade alle relativ knapp benannt. Ja, ganz doof. Sieben war schon gut, dass ich die verwendet habe. Laden so rum. Schon. Auch erledigt. Auch noch sehr viel Erfahrung auf die nächste Stufe. Na gut, gerade kommen wir noch relativ gut durch. Habe ich eine 6 und eine 7? Ja, natürlich habe ich die. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Hey, sieh dir das an. Das ist hier. Das ist Jasmin. Sie braucht unsere Hilfe. Wir werden es niemals rechtzeitig schaffen.
keine Wahl. Chini, ich wünsche mir, dass du Jasmin rettest. Geht klar. Jasmin? Glück gehabt. Ist ohnmächtig. Sieht aber aus, als ginge es ihr gut. Jetzt hast du aber noch einen Wunsch übrig. Nicht schon wieder. Entschuldigung, Chini. Na, du bist der Einzige, der dann... Warte. Das ist dein letzter Wunsch. Verschwende ihn nicht. Diesmal können wir uns um dies Wünsche, um das Wunsch erfüllen. Ah, natürlich. Wir müssen diesmal bekämpfen. Ich auch egal. Das waren jetzt nicht so viele. Und wir haben unser erstes Ether erhalten. Die ist auch wichtig, die Karte theoretisch. Wieso? Diesmal brauchen wir Genies Hilfe nicht. Gar nicht. Danke, Sora. Jetzt habe ich also nur noch einen Wunsch frei. Was sind alle? Oh, was ist los? Oh nein, die Lampe. Sie ist verschwunden. Sieht so aus, als wären meine Pläne gescheitert. Ich war mir sicher, du würdest den letzten Wunsch vergeuden. Schließlich war Jasmin in Gefahr und es galt, die Herzlosen zu bekämpfen. Aber egal. So oder so bin ich jetzt der Herrscher über die Lampe. Warum tust du das, Schaffer? Ich hab die Lampe gebracht, um die du nicht gebeten hast. Versuch nicht, mich auf den Arm zu nehmen, Junge. Du wolltest mir die Lampe. Du wolltest mit der Lampe Jasmin gewinnen. Aber das können wir nicht zulassen. Ich bin derjenige, der Jasmin heiraten wird. Du? Wenn ich Prinzessin Jasmin heirate, hält mich nichts mehr davon ab, König von Agrabah zu werden. Du bist nichts weiter als ein Bauer in meinem Spiel, du kleine Kanalhase. Geist, mein erster Wunsch, bring mir Jasmin her. Gee, was machst du da? Tut mir leid, El. Wir sind durch ihn die Hände gebunden. Ich habe demjenigen zu gehorchen, der seinen Flossen an die Lampe hat. Exakt. Leb wohl, Aladdin, du Narr. Na super. Jetzt habe ich Jasmin verloren und die Lampe. Da spielt er noch Zeit, sich schlecht zu fühlen. Wenn du dich nicht zusammennimmst, wirst du Jasmin nie mehr wiedersehen. Du hast die Lampe verloren. Na und? Du kannst sie immer noch selbst retten. Jemand zu verlieren, der dir wichtig ist, ist schlimm. Ihn nie wieder zurückzubekommen, ist schlimmer. Sora. Du hast recht. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich werde Jasmin retten. Na, check out die Lampe. Wir können nicht einfach zu ihm gehen und hoffen zu gewinnen. Vielleicht doch. Ich hab da eine Idee. Hör zu. Okay, tolle Idee. Hier noch eine Modellampe. Hier ist eine Viererkarte. Punkte nehme ich gern.
Halt mir jetzt zum Glück scheinbar wieder ein paar mehr. Ja, gib mir für Kampfkarten. Ist wieder Premium dabei. Sind nicht so besonders gut gerade dabei. Noch eine weitere Premium. Allerdings eine Nulle, von dem her ist sie sicher ein bisschen was wert. Ja, ich brauche eigentlich mehr Karten. Also, hilft eh nichts. Muss eigentlich wieder trainieren. Mach ich das am besten? Und wie viel fehlt mir aufs nächste Level? Okay, sehr viel. Gravit und Graviga. Ja, Dumbo ist eine Combo. Valentin ist auch eine Combo. Okay. Ja, noch weiter mit der Story. Jawohl, Laxine könnte auch schwierig werden. Egal. Wir gehen einfach weiter. Das heißt, ich muss jetzt einmal den Raum hier öffnen. Ah ne. Falscher Raum. Der Raum war ja hier unten. Und ich muss unbedingt noch zu den alten Welten, um da einen Mokrilan zu platzieren. Damit wir da auch Gratiskarten bekommen. Daneben möchte ich die noch ein bisschen sparen. Was ist denn das? Hat allerdings seinen kostbaren Jasmin schon aufgegeben. Für euresgleichen werde ich keinen Wunsch vergeuden. Mit euch komme ich alleine klar. Aladdin, jetzt! Was? Du? Geist, schnapp ihn hier. Mel, verzeih mir. Drauf reingefallen, Schäfer. Wie meinst du das? Er meint, dass du gerade deinen zweiten Wunsch verspielt hast. Bleib bloß noch einer. Komm schon, nutze ihn, um Jasmins Herz zu gewinnen. Weil mit uns musst du es auch noch aufnehmen. Ach so, jetzt verstehe ich, El. Du bist so clever. Sosa ist eine Ratze. Aber leider kannst du nicht über den Tellerrand hinaussehen. Ein kleiner Trick ändert gar nichts. Ich kann dich ein für alle Mal vernichten und Jasmin bekommen. Geist, mein letzter Wunsch. Verwandle mich in einen allmächtigen Lampengeist.